So. Bürger von Querfurt, liebe Freunde, Patrioten, als ich darüber nachgedacht habe, was an der EU ich heute ansprechen soll, musste ich mich fragen, ob nicht schon alles gesagt sei. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten auf Parteitagen über die EU gesprochen, im Landtag und auf Demonstrationen. Ich habe Interviews gegeben und Podiumsdiskussionen bestritten. Aber nein, es ist noch nicht alles gesagt, denn unerschöpflich ist der Schwachsinn, den die Brüsseler Schnapsdrosseln absondern. Letzte Woche bei der Handwerkskammer in Magdeburg hat ein gewisser Arne Lietz, Sie kennen ihn von den Wahlplakaten, das ist dieser Mann mit dem glasigen Blick, EU-Abgeordneter für die SPD, er hat das EU-Parlament als die Herzkammer der Demokratie in Europa bezeichnet. Ein seltsames Verständnis von Demokratie. Demokratie heißt bekanntlich Volksherrschaft. Und Volksherrschaft setzt, wie der Begriff ja sagt, ein Volk voraus. Da es aber ein europäisches Staatsvolk nicht gibt, kann es auf europäischer Ebene auch gar keine Demokratie geben. Demokratie ist, dass der Wille eines Volkes, und zwar eines bestimmten Volkes, Ausdruck bekommt. Demokratie, liebe Freunde, geht nur national. Demokratie heißt auch, dass jede Stimme gleich viel gilt. In Luxemburg, dem Heimatland von Ischias Juncker, kommen auf einen EU-Abgeordneten 80.000 Einwohner. In Deutschland kommen auf einen EU-Abgeordneten 800.000 Einwohner. Das heißt, die Stimme eines Luxemburgers bei der Europawahl ist 10-mal stärker als die Stimme eines Deutschen. Was hat das mit Demokratie zu tun? Und wenn wir über das EU-Parlament wenigstens sagen könnten, es sei eine Spatzbude, doch nicht einmal das. Bei den Sitzungen in Straßburg sind von den 751 Sitzen vielleicht 10 bis 20 besetzt, wenn es hochkommt. Es sprechen immer nur die, die gerade dran sind. Sie stehen allein in einem riesigen Saal, sprechen zu leeren Sesseln und verschwinden nach ihrem Beitrag wieder. Eine bizarre Vorstellung, gerade damit aber treffendes Sinnbild einer fehlenden Demokratie in Europa. Ein richtiges Parlament ist da, damit vor aller Welt Standpunkte benannt und Standpunkte bekannt werden und die Meinungen Austausch finden, damit am Ende eine Entscheidung herauskommt, die im Sinne der Mehrheit ist. Das ist die Funktion eines funktionierenden Parlaments. Der Zweck des EU-Parlaments aber besteht einzig und allein darin, dieser EU, die ein reines Elitenprojekt ist, eine scheindemokratische Legitimation zu verschaffen. Es ist im Grunde keine größere Perversion des Parlamentarismus denkbar als dieses EU-Parlament. Nein, das EU-Parlament ist gewiss nicht die Herzkammer der Demokratie in Europa, es ist die Grabkammer der Demokratie in Europa. Und dann kommen die Schlaumeier und werfen mir vor, es sei doch ein Widerspruch, wenn ich für das EU-Parlament kandidiere, da ich es noch abschaffen will. Nein, es ist kein Widerspruch. Wenn ein alter Plattenbau, irgend so ein hässlicher Klotz, der in der Landschaft herumsteht, in dem niemand mehr wohnen will und den niemand mehr sehen will, zurückgebaut werden soll, wie es heißt, dann gehen doch auch die Sprengmeister hinein, verrichten ihre Arbeit, bringen an genau vermessenen Punkten ihre Ladungen an, legen die Zündkabel und achten darauf, dass umstehende Gebäude nicht beschädigt werden. Und genau das ist unsere Aufgabe im EU-Parlament. Wir wollen dieses EU-Parlament, wir wollen diesen EU-Parlament mit einer kontrollierten Sprengung in Garaus machen. Ein Bund freier Nationalstaaten braucht kein Parlament. Nur wer aus der EU einen Staat machen will, der braucht das Parlament. Aus der EU einen Staat zu machen, ist aber eine an Hirnrissigkeit nicht mehr zu überbietende Idee, die niemals, niemals funktionieren wird. Der EU fehlt zum Staat, nämlich nicht nur das Volk, es fehlt ja auch die gemeinsame Sprache. Die Europäer sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Ungarisch, sie sprechen aber nicht Europäisch. Özoguz
Die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat einmal gesagt, es gäbe jenseits der deutschen Sprache keine deutsche Identität. Eine bodenlose Frechheit von so einer, die dankbar dafür sein sollte, dass ihre Eltern hier Aufnahme gefunden haben. Doch immerhin hat sie eingestanden, dass ein Gutteil der Identität in der Sprache liegt. Die EU aber hat nicht einmal eine Sprache. Und auch deshalb kann ein EU-Staat nie funktionieren, denn ein demokratischer Staat lebt davon, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, in der wir streiten, verhandeln und unseren Willen bekunden. Es gibt keine europäische Sprache, es gibt kein europäisches Volk. Wenn also die Politiker der Altparteien von uns fordern, dass wir alle europäischer werden müssen, dann frage ich mich schon, wie soll das gehen? Jeder Deutsche ist doch schon zu 100% Europäer. Wie können wir noch europäischer werden, wenn wir Europäer sind? Die Antideutschen werfen uns vor, unsere deutsche Identität sei ein Fantasiegebilde. Liebe Freunde, wenn etwas ein Fantasiegebilde ist, dann die blaue Fahne mit dem Sternkranz. Wenn man von uns verlangt, dass wir europäischer werden, dann verlangt man von uns somit, dass wir keine nationale Identität, dass wir unsere nationale Identität aufgeben und dafür keine neue bekommen. Und genau das ist die Absicht der EU. Die EU lebt davon, dass sie die Nationalstaaten bekämpft, die Nationen gegeneinander ausspielt und die Verschiedenheit der Völker Europas wie eine Dampfwalze einplaniert. Identität bedeutet Stärke und Identität bedeutet Widerstand. Sie wollen uns unsere Identität rauben, damit sie mit uns machen können, was sie wollen. Und für die Ausbeutung Europas durch die internationale Finanzwirtschaft keinerlei Widerstand mehr entgegensetzen können. Die EU ist nichts anderes als ein großes Zerstörungswerk, und zwar nicht nur im Geistigen, sondern auch im Materiellen. Die EU arbeitet mit aller Kraft auf die Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa hin. Dabei ist es doch klar, dass, wenn in Deutschland und Bulgarien gleiche Lebensverhältnisse herrschen sollen, nicht in Bulgarien bundesdeutscher Wohlstand ausbrechen wird, sondern dann werden in Deutschland bulgarische Verhältnisse herrschen. Was hier abläuft, ist das größte Wohlstandsvernichtungsprogramm in der Geschichte Europas. Die EU tritt nach innen aggressiv auf und knechtet die Völker mit Vorgaben und Richtlinien. Nach außen aber ist die EU nicht einmal in der Lage, unsere Grenzen zu schützen. Gleichzeitig schürt sie Konflikte wie in Syrien oder sucht die Konfrontation mit Russland und agiert außenpolitisch aggressiv. Wir brauchen das genaue Gegenteil davon. Ein europäischer Staatenbund, der nach innen freiheitlich, aber nach außen stark und zugleich friedlich auftritt. Wir brauchen nicht diese EU, wir brauchen eine Festung Europa. Wir brauchen auch keine, Björn Höcke hat es schon angesprochen, wir brauchen auch keine 4000 EU-Beamte, von denen tatsächlich jeder Einzelne mehr verdient als Angela Merkel, also mehr als 290.000 Euro pro Jahr und das auch noch steuerfrei, wenn sie wenigstens etwas Nützliches verrichten würden, diese EU-Beamten. Aber nein, sie machen nur Schaden. Sie machen uns Vorschriften, legen uns Steine in den Weg und halten uns mit einer irrsinnigen Bürokratie sinnlos auf Trab. Und deshalb sage ich, ja, diese EU-Beamten verdienen schon 270.000 Euro pro Jahr. Und zwar als Strafe für das, was sie anrichten. Ein aktuelles Beispiel für das, was sie anrichten, ist die EU-Vergaberichtlinie, die unsere Kommunen zwingt, Aufträge schon ab 220.000 Euro europaweit auszuschreiben. Was soll der Unsinn? Wenn unsere Gemeinden investieren, dann soll das auch bitte schön den Betrieben und den Menschen vor Ort zugutekommen. Die Vergaberichtlinie ist dermaßen schädlich, dass die Kommunen, um sie zu umgehen, jetzt schon Aufträge in mehrere Unteraufträge teilen, diese einzeln ausschreiben und so unter den 220.000 Euro bleiben, damit unsere kleinen mittelständischen Firmen zum Zuge kommen. Richtig so. Und was macht die Europäische Kommission? Was machen die EU-Beamten? Die Europäische Kommission hat wegen dieser Praxis im Februar ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Als bei der Euro-Rettung grundlegende Vorschriften der europäischen Verträge gebrochen wurden, war das der Europäischen Kommission gerade egal. Wenn wir aber eine Knebelrichtlinie ein wenig aufweichen, schlagen die Brüsseler Kettenhunde sofort an.
Wenn die deutschen Kommunen für die vielleicht nicht ganz korrekte Ausschreibung eines öffentlichen Auftrags zur Rechenschaft gezogen werden, aber man den offenen Bruch fundamentaler Prinzipien unserer gemeinsamen Währung toleriert, wahrlich, dann können wir sicher sein, nicht von Idioten regiert zu werden, sondern von Vollidioten. Wir müssen im Grunde gar keine Werbung für die AfD machen. Wir müssen die Bürger nur auffordern, sich mit der EU zu beschäftigen. Jeder normal denkende Mensch kommt dann doch von ganz allein zum Schluss, so geht es nicht mehr weiter. So geht es nicht mehr weiter, weil ja auch der ganze Irrsinn interessanterweise zur Hauptsache gegen Deutschland gerichtet ist. Wenn die europäischen Verträge zum Schaden Deutschlands gebrochen werden und wir mehr zahlen dürfen als ausgemacht, ist das in Ordnung. Wenn sich aber Deutschland einmal, um Schaden von sich abzuwenden, nicht an die Verträge hält, dann werden sofort Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht, woran man wieder einmal sieht, die ganze EU ist auch und vor allem gegen Deutschland gerichtet. Und genau das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Denn wir sind die Alternative für Deutschland. Und wir werden den Herren in Berlin und Brüssel beibringen, was es heißt, nach Jahrzehnten der Politik gegen Deutschland wieder eine Politik für Deutschland zu machen. Die Politik gegen Deutschland kommt ja nicht nur aus Brüssel. Sie kommt genauso aus Berlin. Und die Landesregierungen machen mit. Und die Kommunalverwaltungen halten still. Nehmen wir den CO2-Irrsinn, der wesentlich von Brüssel vorangetrieben wird. Es ist natürlich leicht, Druck für eine CO2-Steuer zu machen, wenn man wie Macron 19 Atomkraftwerke in Betrieb hat, die das eigene Land mit billiger Energie versorgen. Wenn wir aber in Deutschland so wahnsinnig sind, aus der Atomenergie Hals über Kopf auszusteigen und dann noch einen CO2-Ausstieg draufsetzen, ist das für unsere Wirtschaft der Todesstoß. Und Brüssel muss uns nicht einmal zwingen, unsere eigenen Politiker arbeiten aus freien Stücken darauf hin. Der Atomausstieg war Merkels alleinige Erfindung und alle fügen sich. Die Landesregierungen fügen sich und die Kommunalverwaltungen fügen sich. Doch damit ist jetzt Schluss. Am 26.05. wählen wir nicht nur ein EU-Parlament, wir wählen auch die kommunalen Vertretungen hier bei uns in Sachsen-Anhalt und im Saalekreis. Wir wählen die höchste Ebene und die niedrigste Ebene des politischen Systems, in dem wir uns bewegen. Wir werden von oben und von unten die Feinde Deutschlands in die Zange nehmen. Wir werden den Schalter umlegen und eine 180-Grad-Wende einleiten. Weg von einer antideutschen hin zu einer patriotischen, normalen und vernünftigen Politik, in deren Zentrum wieder das Wohl des eigenen Volkes steht. Wir haben jahrzehntelang eingesteckt und uns weggeduckt. Aber jetzt stehen wir auf. Am Sonntag, den 26.05. beginnt eine neue Zeit. Zukunft Saalekreis, Zukunft Deutschland, Zukunft Europa. Vielen Dank.